Ihr wisst schon, dass wir nun nicht völlig von der Bildfläche verschwinden, sondern nur zufällige Beobachter täuschen. Richtig, deswegen sollten wir erst einmal auskundschaften. Wenn wir an einem Ort sind, wo mehrere Personen immer anzutreffen sind, dann sollten wir das relativ leicht schaffen können. Und dank Isaruns Weitsicht tragen wir bereits Rot und Schwarz. Damit solltet ihr am Barbaradial gut untertauchen können. Können wir nicht sie einfach umbringen? Später. Die Tür wird geöffnet und ihr könnt sehen, wie Pennaro eintritt. Das ist der Wachmann von ganz vorne am Tor. Nickt euch zu. Entschuldigt, dass ich störe, aber ich wollte euch nur mitteilen, dass ihr gesucht werdet. Ich hab wohl einiges an Aufmerksamkeit erregt. Wer wird gesucht? Naja, Teile von euch. Also der große Rafim. Entschuldigung, der große. Und die Goldhunter. Fliegt mich mal um zu beiden. Ihr seid ja sicher, keine Sorge. Ich bin mir keiner Schuld bewusst. Ich wollte nur sagen, dass ihr gesucht werdet. Vor der Tür standen Roderick Keiler, Tod von Waldenruh. Das ist der Anführer der Leibgarde. Und naja, Gero Siebenstedt, der war auch da. Was? Welcher Leibgarde? Das ist die Leibgarde von Xeran. Und die sind nicht bei dem? Was ist denn das für eine Leibgarde? Dieser Siebenstedt war von der Stadtgarde, oder? Ja. Wie hoch ist das Kopfgeld? Gibt kein Kopfgeld, sie wollten nur mit euch reden. Ich habe sie wieder weggeschickt. Niemand, sie möchten eine Verwarnung aussprechen und sich das natürlich gut bezahlen lassen. Das Was bedeutet zumindest, dass nicht die ganze Stadt hinter euch her ist? Ich versichere euch aber, ich habe nichts getan, was Rafim nicht auch getan hätte. Es war wirklich harmlos. Er war nur so ein ekliger Pirat und er hat ihm eine runtergehauen. Wir wollten einfach nur mit euch reden. Ich wollte euch nur sagen, dass wenn ihr irgendwo in den Straßen rumlauft, passt auf euch auf. Ja, danke sehr. Es ist wirklich ein sehr wertvoller Dienst. Braucht ihr noch was? Nein. Gut, bin wieder am Tor. Ja, danke. Woran mit euch? Warum müsst ihr immer Schlägereien anfangen? Er hat mich einen widerlichen Paktierer genannt. Was hätte ich tun sollen? Ignorieren? Ich habe schon das schreckliche Bier ignoriert. Und die Krakonia und die Humeria und die Zeliten. Und den Wirt. Aber mir habt ihr einen Zauber, der ein ganzes Haus in Asche legen kann. Darum geht es jetzt nicht. Ihr versteht das Wesen der Unauffälligkeit anscheinend überhaupt nicht. Bitte, ich war schon unauffällig, da wart ihr noch gar nicht dabei. Ja, das sieht man. Avelmir, ich bin ungefähr 2,50 Meter groß, habe ein 2 Meter großes Schwert auf dem Rücken und reise mit einem Bären. Ja. Bin viel, aber nicht unauffällig. Ihr könnt nichts dafür, für eure Gestalt, aber Goldhand schon. Nun ja, ist geschehen. Tut mir leid, nicht jedem von uns kommt es wie eine zweite Natur vor, sich als Paktierer auszugeben. Nun, selbst wenn ihr euch als Paktierer ausgebt, muss sich ja ein Paktierer nicht von einem dahergelaufenen Piraten beleidigen lassen. Insofern denke ich, ihr seid nicht aus der Rolle gefallen. Und das dürfte hier das Wichtigste sein. Als jemand, der in einer Hafenstadt aufgewachsen ist, oder zumindest zum Teil aufgewachsen ist, das ist durchaus an der Tagesordnung. Und, warum gehen wir nicht hin und reden mit denen? Nicht, dass sie am Ende nachher zu ungünstigen Zeitpunkten auftauchen. Ja, das Problem ist aber, die werden ja deinen Steckbrief kennen. Daher die Maske. Ja, und wenn sie wollen, dass du die abnimmst? Weiß nicht. Aber mir, Isarun, habt ihr einen Krieg auf Lager? Nun, vielleicht solltet ihr nicht mit ihnen reden. Ja, der Trick gefällt mir. Da habt ihr euch ja was Schlaues überlegt. Aber mir, da wäre ich allein nicht drauf gekommen. Vielleicht sollte jemand anders mit diesen beiden Herren reden. Jemand, der mehr Überzeugungskraft besitzt. Sulamin, danke! Solltet ihr ihnen in die Hände fallen, werde ich versuchen, euch da herauszureden. Aber im Moment wüsste ich nicht, was ich ihnen sagen sollte. Vielleicht wollt ihr erstmal nachfragen, was sie von diesen beiden Herren wollen. Damit gebe ich gewissermaßen eine Verbindung zu. Ich
Nun ja, ich könnte möglicherweise so tun, als wäre ich hinter einem Kopfgeld her. Aber es erscheint lächerlich wegen einer Hafenschlägerei. Sie kam ja auch nicht mit einer konkreten Frage. Können die Leute nur belügen, wenn sie etwas Bestimmtes hören wollen? Was spricht denn dagegen, wenn Greifenmund und ich erstmal die Füße stillhalten und ihr macht den Rest? Das ist ja nicht, als wären wir hier so wichtig. Nichts gegen uns, Greifenmund. Vielleicht sollten wir immer nur fragen, was sie dann von diesen Herren wollen. Wir müssen nicht sagen, dass wir sie kennen. Ja, kommt auch gar nicht seltsam, wenn ihr einfach auf irgendwelche Menschen zugeht und sagt, hey, was wollt ihr eigentlich von diesen Menschen da vorne, die ich nicht kenne? Nun, das ist ein genialer Plan. Nun, wenn jemand an mein Haus klopft und fragt, ob ich mit jemand sprechen kann, dann muss nicht unbedingt der Angesprochene selbst tot sein, nicht wahr? Jetzt bist du aber ein bisschen naiv. Da gefällt mir der Plan mit dem Kopfgeld besser. Ne? Ja, dann nur dich, halt die Füße still. Sulamin, ihr macht das. Aha, danke für euer Vertrauen. Ja, wollen wir, ich glaube nicht, dass wir uns durch dieses Bordell da prügeln wollen, oder? Nein, ich denke nicht, aber... Das wird doch was mit Überzeugen und mit Magie sein, oder nicht? Und ihr seid die beiden Magier. Und die mit der Überzeugungskraft. Nun, wie ist unser Plan? Kopfgeld? Vielleicht wollen sie nur sprechen, weil sie etwas für sie tun sollen. Oh ja, bestimmt wollen sie nur eine Unterschrift auf ihrer Sammelkarte haben. Aber mir, jetzt hört ihr doch mal selber zu. Denkt ihr, es gibt irgendwo Gold an Sammelkarten? Nun, ich vermute eher, dass Rafims Gestalt aufgefallen ist und nun ja, vielleicht soll er seine Persönlichkeit einsetzen, um etwas in der Stadt zu regeln. Ihr versteht? Nein. Aber mir, das klingt ziemlich blöd. Ich bin immer noch dafür, ihr drei kümmert durch um dieses Bordell. Ich und Greifenmund halten ihr die Füße still. Ich bin eigentlich dafür, dass wir uns erst um das Siegel kümmern. Dann, wenn wir es nicht schaffen, das Siegel zu bekommen, ist die Sache mit dem Collier hinfällig. Richtig, aus diesem Grund werden Kotan und ich uns auch zum Barbareadial begeben. Meint ihr wirklich, dass ihr dort einfach hineinzaubern könnt? Das sind auch alles Magier, oder? Wieso denn hineinzaubern? Wir gehen dorthin. Er sprach gerade eben noch von diesem, Gott, wie hieß es denn, Ignorantia. Ja. Und? Ist ein Unauffälligkeitszauber. Ihr wisst wohl am besten. Ja. Ich könnte Ugdan fragen, ob er schon einmal in diesem Bordell war. Ich könnte es mir bei ihm vorstellen. Hervorragende Idee. Kundschaftet doch einmal die Lage aus. Und fangt bitte keine Schlägerei an. Werde mich bemühen. Remy macht einen Knicks. Sulamin kann zwei Räume weiter auf Ugdan treffen, der dort gemeinsam mit den Sklaven Scherz, die neben ihm sitzen und gerade fleißig dabei sind zu essen. Ach, Signorina, schön, dass ihr hier seid. Was kann ich für euch tun? Sulamin lässt sich kurz ablenken und guckt auf die Sklaven. Sind das die Menschen, die ihr von Kunchom hierher gebracht habt? Nicht Aldar, aber wenn sie kamen aus Alanfar, nicht aus Kunchom. In Kunchom haben wir nichts gekauft. Ja, ja. Da sind sie zu teuer. Wir hatten sie in Kunchom gesehen, das meinte ich. Ja, sie, Signorina, das ist richtig. Was macht ihr mit ihnen da? Sie füttern, sie haben Hunger. Und zu welchem Zweck habt ihr sie nach Mendena gebracht? Ja, das ist sogar ein Plan von dem Patriarchen und der Grandessa. Ich bin da nicht ganz informiert, aber ich glaube, sie werden freigelassen und sollen in der Stadt für uns spionieren. Viele Vögelchen. Ihr wisst, dass ihr das erwähnen hättet sollen, ja? Ja, Signorina, ihr wisst schon, dass es nicht offen bekannt sein soll und wir nicht jedem erzählen, was wir tun. Ja, Ugdan, und ihr wisst, wer wir sind. Ich darf so etwas nichts weiter tratschen. Das ist vom Patriarchen. Aber jetzt schon? Nun, ich habe so etwas sowieso nicht weitergetragen.
Ja, wenn die Widerständler euch Dinge erzählen, dann bin ich. Ich wasche meine Hände in Unschuld. Ja, Signorina? Natürlich nicht. Ich habe das nicht von euch gehört. Wenn die Grandessa etwas sagt, dann ich wasche meine Hände in Unschuld, wie immer. Aber selbst Raphim darf ich so etwas nicht erzählen. Er ist nur Basaltfaust. Er dient dem Patriarchen, ja? Hm? Und ich auch. Und Pascal Florius auch, aber das ist, das muss die mit denen ausmachen. Mir kommt das überzeugend vor, was er da sagt, oder? Also ich Menschenkenntnis. In die Box. In die Box. Okay, ja. Moment. Er würfelt eine Überredenprobe dagegen. So? Ja. Ja, das hat funktioniert. Ja, du glaubst, er sagt die Wahrheit. Gut. Dann meinst du Lamin so zu ihm? Wisst ihr, Ogdan? Vielleicht könnt ihr euch. Es freut mich jedenfalls, dass ihr keine halbtoten Menschen als Blutopfer an die Heptachen verkauft. Signorina, ich bin empört, ja? Ich bin Held. Ich bin der beste Freund von Jarlan Greifelmund, von Schnattermoor, ja? Versetzt euch einmal in die Außenperspektive. Ich bin der Moraloffizier. Ich binde die Leute, ja? Ich bin Butter für alle Menschen. Und ihr glaubt, ich handle mit Blutopfern? Glaubt ihr, wir fahren nach Uturia, hä? Signorina, ich bin enttäuscht. Tut auch nicht so. Okay, das war gelogen. Aber ich bin... Schlafen wir jetzt miteinander, hä? Nein, wir schlafen nicht miteinander. Aber da wir gerade beim Thema sind, ich wollte euch etwas fragen. Wart ihr schon einmal im Haus der prallen Lust hier in Mendena? Könnt ihr das empfehlen? Oh, Signorina, jetzt kommen wir doch in die richtigen Gefilde. Aber nein, er wird aber ernst, da war ich noch nicht. Mir wird davon abgeraten, ich soll mich nicht mit Bakterien in dieser Stadt einlassen. Wir alle fallen da, sollen das nicht. Wir haben zwar unsere Vögelchen davor, aber nicht darin. Oh, Paktiera, sagt ihr. Yes, wer denn? Signorina. Die Bordellbesitzerin? Wie war doch gleich ihr Name? Sie. Ist das... Es ist mehr als ein Gerücht, nicht wahr? Ihr wisst, dass es ist allgemein bekannt, dass sie eine Paktiererin ist. Das muss man nicht verstecken, Signorina, aber sie hat ihre, sie hat spezielle Nachfragen, die bedient werden wollen von einigen Kapitänen, vor allem von anderen Paktierern, die ihren Gelüsten und ihren schlechten Eigenschaften nachgeben wollen. Und Shaisina bedient die. Kommt aus Oron. Welch eine Überraschung. Ja, ich bin empört. Dann wäre es vielleicht gar nicht so verkehrt, Goldhand mitzunehmen. Oder vielleicht sehr verkehrt. Es könnte sein, dass wir in nächster Zeit einmal dorthin müssen. Signorina, wusstet ihr eigentlich, dass er ein Anhänger des Nappellosen ist? Nein. Die ganzen Geschichten, und er fängt jetzt an, dir einen Knopf an die Backe zu labern. Eine Stunde lang wird er dich mit den Gerüchten von der Gezeitenspinne und seinen zahlreichen Fehlern konfrontieren. Derweil bei den anderen. Ich glaube, Isarun wollte mit Abelmir los, ne? Genau. Ja. Mhm. Die Frage ist halt, ob wir da heute noch Zeit zu haben oder ob es schon zu spät ist. Also doch, sicherlich könntet ihr noch einmal dorthin gehen. Es dämmert, weil ihr morgens früh angekommen seid. Also irgendwann wird es sicherlich dämmern, aber heute werdet ihr das dann doch schaffen. Mhm. Ja, dann, wie gesagt, in unseren Verkleidungen würden wir uns dann auf den Weg machen. Nur wir beide, ne? Mhm. Ja. Wenn ihr aus der Rabengasse heraustretet, keine Spur von der Stadtgarde, von der Stadtwache. Auch Marktviertel ist voll wie immer. Ihr könnt auch den heruntergerissenen Praios-Tempel erkennen und wohl auch ein Skelett, was davor genagelt ist. Sicherlich von einem der Praios-Geweihten. Es gibt auch eine kleine Beschriftung, aber ihr geht dann währenddessen weiter. Und kurz bevor ihr vor dem Borberadial steht, könnt ihr Xeran erkennen. Einen kleinen, buckligen, verdrehten und verkrümmten Magier, der dort vor dem goldenen Haus steht, umringt von seiner Stadtwache. Ist das wirklich?
mal abwarten. Wir bleiben hier mal im Schatten dieses Hauses. Ja. Sinnesschärfeprobe. Er steht dort einfach. Unterhält sich. Hat noch jemand einen Schicksalspunkt? Irgendwer hat noch einen. Ja, ich schipp die 20. Du betrachtest ihn dir und wartest und wartest und dir fällt auf, die Handgesten, die er wohl vollführt, ist immer das gleiche, als würde es eine Schleife sein. Und er bewegt sich auch nicht wirklich vom Fleck. Ebenso wenig wie seine Wachen. Also die bewegen sich zwar schon so ein bisschen und die wiederholen sich nicht, aber irgendwas ist merkwürdig. Cortan, ich glaube, das ist eine Illusion. Aber wofür? Will er damit tarnen, dass er aus der Stadt hinaus ist? Ich nehme es mal an. Nun, wollen wir weitermachen mit unserem Plan? Warum nicht? Frosty, wie ist es denn hier auf den Straßen? Sind da noch viele Leute unterwegs? Ja, doch. Also, wenn du dir die Leute so anguckst, tobrisches Volk, wie gesagt, der ein oder andere Pirat, der ein oder andere Seefahrer, und die laufen nicht hin und her und scheinen sich wohl auch nicht um Xeran zu kümmern, nur die Stadtwachen. Auch die ein oder andere Patrouille, die du erkennen kannst, aber ihr habt wohl noch keine Aufmerksamkeit erregt, sondern nur Rafim und Yalan bzw. Goldhand. Dementsprechend gehen die erst einmal noch an euch vorbei und scheinen sich noch nicht für euch zu interessieren. Aber die Wachen, also die Straßen sind generell gefüllt. Also angemessen für diese Stadt. Es ist jetzt nicht so, dass jetzt jeder Angst hat, durch die Straßen und Gassen zu gehen. Es ist normales, geschäftiges Treiben. Komm, wir gehen einmal zum Barbaradial und schauen, ob es dort irgendwelche Anschläge gibt für, ich weiß nicht, Dienste oder Kulthandlungen oder so. Ja, vielleicht können wir einen Blick von außen hineinwerfen durch die Tür. Durch ein Fenster. Zu den Füßen des Goldenen Hauses befindet sich ein großes, kreisrundes Gebäude. Hier stand früher der Firun-Tempel, der allerdings komplett niedergerissen wurde, um Platz für ein neues Bauwerk zu machen. Das Borberadial ist ein Dämonentempel, in dem Borberat und den Erzdämonen gehuldigt wird. Die Anlage ist ein Ring. Über den runden Innenhof kommt man nur zu den einzelnen Schreien, in denen man Spenden darbringen und Gebete sprechen kann. Gegenüber des Eingangs befindet sich dann auch direkt zentral der Schrein von Borberat Xamanot, seine Statue triumphierend über die 12 Erzdämonen und einen Glasgötzen davor. Ihr müsstet allerdings dann das Borberadial selbst betreten, beziehungsweise dann in den Innenhof treten, um dann mehr von dieser Opferzeremonie zu erblicken. Aber da ist gerade irgendwie was im Gange. Nein, also da wird jetzt keine Blutopfer oder so dargebracht. Da laufen so ein paar Propheten und Priester herum in ihren schwarz-goldenen oder schwarz-roten Roben. Aber also, ihr seht da, weiß ich nicht, 4 Leute, die mal von links nach rechts laufen und von links nach rechts und rechts nach links. Aber da wird jetzt nichts wirklich geopfert. Ne? Also ihr könnt dann neben euch sehen, wie wohl eine Person in einer schwarz-roten Robe dann an euch vorbeiläuft und dann vor der Glasgötze niederkniet. Aber der Tempel selber ist eigentlich sehr leer, würdet ihr meinen. Wollen wir es ihm einmal nachtun? Nun, ihr meint die Ignoranz hier? Ich glaube, dafür sind zu wenig Leute unterwegs. Nun ja. Es macht uns unauffällig. Es kann niemand schaden, wenn wir uns leise bewegen und... Das stimmt wohl. Also dann, ich würde mir gerne dabei Zeit lassen. Dito. Der ignorat hier ungesehen. Was tut er genau? Beschreibung bitte des Zaubers. Dieser Zauber sorgt dafür, dass der Magier von zufälligen Beobachtern nicht bemerkt wird. Er eignet sich hervorragend, um in größere Menschenmengen unterzutauchen. Der Zauberer wird nicht unsichtbar, sondern die Umstehenden haben überhaupt kein Interesse an ihm, solange er von sich aus nicht mit ihnen interagiert. Wenn ein Beobachter sich auf den Magier konzentriert oder mit ihm alleine ist, was meist auch für Wachen gilt, kann er ihn entdecken, wenn ihm eine Sinnesschärfe
gelingt, die um die ZFB halbe plus 7 erschwert ist. Ja. Die Magieresistenz wird ja auch wichtig sein, oder? Nee, das ist eine Illusion, ne? Illusion genau. Wird nicht gegen die MR, sondern nur gegen Sinneschärfe gewürfelt. Das ist auf alle Fälle eine gute Probe von Abel mir. Keine Ahnung, was da passiert ist. Isaro, du guckst dich kurz um. Du weißt nicht, wo Abel mir ist. Ist er schon reingegangen? Dieser verfluchte Schwarzmagier. Hier! Ich winkel ihm mal zu und wird da für dich so ein bisschen schimmernd wahrscheinlich wieder sichtbar. Ah ja. Was ist das denn für eine Variante? Seid leise. Ja, ja. Da vorne. Ihr könnt den Borberat-Tempel betreten, das Borberat-Jal durch den Innenhof, beziehungsweise durch den Gang in den Innenhof und seht dann ja die Priesterschaft, die hier angetreten ist, auch einige Abbilder, die hier wohl, ihr kennt ihn sofort wieder, der kleine Zwerg, den ihr in Fasar getötet habt, Borix, wohl Priester des Reichtums, der hier wohl ehemals einer der Tempelvorsteher war. Ein weiteres Gemälde, was wohl Zurbaran den Roten ausweist, den Proprior des Borberat-Jals und den Prophet der letzten Tage. Ein Gemälde weist seinen Namen zu und wenn ihr euch umblickt, da könnt ihr ihn tatsächlich gleich erkennen, wie er da wohl gerade sich mit einem anderen Schüler unterhält. Gibt es hier irgendwelche Türen, die irgendwo hinführen? Ja, vom Innenhof gibt es wohl hinter dem Borberat Abbildnis. Ihr blickt euch die Statue noch einmal an, wie sie da in all seinem Glanz aufgebaut ist, wie er seine Hand ausstreckt, die siebenstrahlige Krone, die 6 Finger an der Hand. Er zählt noch einmal nach, 6 Finger, ein Buch unter dem Arm und schüttelt euch kurz. Ihr hattet kurz irgendwie das Gefühl, als würde diese Statue und vor allem auch dieser Glaskürz euch magisch anziehen. Und ja, doch, da ist eine Tür, die wohl in die hinteren Räume des Borberat-Jals führt, beziehungsweise in diesen kreisrunden restlichen Tempel. Ja, dann würde ich mal zu der Tür hinschleichen und ich beobachte, wenn ich an der Tür angelangt bin, beobachte ich mal diesen Schüler und diesen Zubaran, den Roten. Ob er sich gerade mir umblickt. Du scheinst wohl kurz das Gefühl zu haben, als würde er dich anblicken, aber der Blick geht durch dich hindurch und wohl eher zu Isarun. Aber auch dann verliert er wohl das Interesse an ihr und hat euch nicht bemerkt. Ja, in einem Augenblick, wo beide nicht hinschauen zur Tür, würde ich sie leise öffnen. Und hineinschlüpfen. Und dann huschen wir hindurch. Wir schließen hinter uns. Ihr blickt euch ein bisschen um und ignoriert die zahlreichen Opfergaben, auch vor allem einige blutige Opfersteine, die für andere Opferungen an die Erzdämonen wohl ja, abgetreten worden sind. Merkwürdig, einige Kristalle. Sie sind wohl zerstoßen, als würde es etwas zu essen sein. Sie befinden sich in so etwas wie Schalen. Ich würde mal gucken, ob auf dem Schreibtisch irgendwelche Dokumente, Briefe etc. liegen. Auf dem Tisch. Auf dem Tisch selber nicht. Du guckst kurz umher, siehst einen Brief, überlegst kurz, ist das irgendwas von Xeran selber, aber das geht da wohl eher um ein, es sind laufende Lettern, die so ein bisschen verwischen, wenn du drüber guckst. Irgendwas von Lolgramot würdest du meinen. Wie die Buchstaben da hin und her springen und den Ort wechseln. Reiß dich kurz los von dem Pergament, kannst nochmal in die Schubladen gucken, aber die sind geschlossen. Auf dem Tisch liegen wohl einige Rauschmittel. Vor allem, du würdest sagen, etwas gegen Schlafentzug. Isachon, sollen wir es wagen? Sollte man den Schreibtisch? Probieren wir es mal. Geschlossen. Verschlossen. Bräuchtet ein Schlüssel, ein Dietrich oder ein Zauber? Und ich könnte diesen Verschlusszauber zu überwinden, aber die Tür klickt. Und ihr seht, wie der
Proprior hineintritt. Okay, dann würde ich ganz vorsichtig einen Schritt zurück, weil ich an die Wand hinter mir. Ja. Mhm. Bloß nicht mit ihm interagieren, also auch keinen Blickkontakt und nix. Ja, er geht sehr schnell, naja, er rennt nicht, aber er geht sehr schnell zu seinem Schreibtisch und setzt sich dorthin, überfliegt noch einmal die fliegenden, laufenden Lettern, die vor ihm liegen, und greift dann sehr flink in seine Tasche, klickt einmal und öffnet den Schreibtisch. Während ihr ihn betrachtet, so wie er euch den Rücken gerade zugedreht ist, ihr meint, dass seine Konturen verwischen und ebenso sein Schatten. Wenn er die Schublade aufzieht, könnt ihr wohl sehen, wie dort ein Buch liegt, die Prophezeiung der letzten Tage. Er holt es heraus, heftet die Buchseite ein und beginnt etwas zu schreiben. Das Buch hat er jetzt auf dem Tisch und schreibt und schreibt und schreibt und schreibt und schreibt. Währenddessen zieht er sich wohl irgendwie das Rauschmittel in die Nase, schüttelt sich so ein bisschen und ihr könnt wieder auf die Schublade neben ihm blicken, die immer noch geöffnet ist. Da liegt ein Dokument. Können wir sehen, ist es geschlossenes Dokument oder gefaltet oder wie auch immer? Es ist eine Dokumentenakte, Kriegsrouten von Xeran wohl. Und du müsstest die ganze Akte nehmen mit den Befehlen, da wird sicherlich ein Siegel drauf sein. Steht natürlich auch drauf, geheim. Wie alt ist dieser Zoban, der Rote? Oh, du blickst ihn dir an. 50? Also schon gesetztes Alter, älterer. Du blickst ihn nochmal an, so einen typischen thulamidischen Ziegenbart. Du würdest ihn so von seiner Robe, wenn er jetzt nicht schwarz und rot tragen würde, sondern nur schwarz, würdest du ihn fast nach Fasar schieben, wo du erst kurz da warst. Und ja, tatsächlich, wenn du dich ein bisschen konzentrierst auf seine Hand, kannst du noch ein verblichenes Siegel der Al-Akhami erkennen.